Recht herzlich willkommen zur 34. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, was können wir machen? Das ist die Frage, ne? Also, ja, letztes Mal haben wir ja auch schon immer die Niederlagen hergezogen. Irgendwie, wir haben 7000 Mann, 3000 Pferde und 3000 Kanonen. Die haben bestimmt noch irgendwelche netten Freunde. Nur noch Frankreich, Großbritannien ist nicht mehr. Bringt uns also in dem Sinne auch nicht so ganz so viel. Die sind da schon wieder am... Sag schon, Französisch-Kanada haben die Verbündete. Aber das sind ja nicht nur das, sondern auch Vasalle, ne? Ja. Okay. Wir müssten gucken, dass wir was schaffen. Da müssen wir hier mal reinschauen. Können wir mal gerade durchblättern. Hier ist klar, den mussten wir entlassen wegen Kohle. Das läuft jetzt aber wenigstens besser. Das ist unwichtig bedeutend. Mann haben wir nicht mehr damit. Was haben wir denn hier? Das ist schon, hier habe ich zuletzt wohl angeklickt. Okay. Hansbach hat eine gute Stimmung von uns. Guck mal an. Speichert er gerade ab. Zur anderen. Britisch. Louisiana. Hier unten sind ein paar bessere noch. Ja, das sind die Indianer alle, ne? Elsass. Elsass ist mit uns. Frankreich ist sogar auch mit uns. Guck mal an. Großbritannien ist auch gut mit uns im Endeffekt. Aber wir dazwischen liegen, ne? Hessen, Holland. Gut, weiter geht's. Inflation brauchen wir nicht senken. Darlehen können wir schon zurückbezahlen. Wir haben 48, das Darlehen ist 57. Geht also noch nicht. Das ist jetzt nicht interessant, sondern hier müssen wir gucken, dass wir hier weiterkommen. Ich glaube, wir können sogar mal eine Stufe schneller machen. 13. Aktuelle Technologiestufe. Also 21, 12. Was haben wir insgesamt? Wo sehe ich das denn nochmal? Ja. Westlich. Na. 15, 21, 12. War das hier? Was ist das denn hier? Einnahmen durch Vasallen? Ich habe gar keine Vasallen. Kann nicht sein. Okay. Blättern wir weiter durch hier. 13 Einheiten. Die Kirche, Vater des Glaubens. Papst will klicken. Nee, will ich jetzt nicht. Könnten die Stabilität noch steigern. Mache ich aber auch nicht. Die Bauern sind noch relativ ruhig hier. Was haben wir hier noch? Verbessert das Prestige. Brauchen wir 50, ne? Ja. Das kriegen wir auch nicht hin. Da sind wir bei 31 zurzeit, oder? Ne, 10. Okay, das ist ja mal gar nicht so schlecht für uns. Ja, hier müssen wir vorankommen. Das geht aber noch nicht, ne? Wie viel brauchen wir da? Waffenstillstand ist beendet. Für mich hört sich das ja so an, als ob wieder Krieg dann ist. Ihr habt Stufe 12, okay. Und wir brauchen 14. Da ist es angeschlagen, dann wissen wir Bescheid. Gut, ja, müssen wir hier besser werden. Nochmal 5 Prestige. Dann sind wir schon knapp an der 0. Das ist doch schon mal was, oder? Wächst und gedeiht. Wie wächst das denn überhaupt? 4, 7, 7. Können wir nicht mal verändern, weil wir das letztens erst gemacht haben. Wie macht's mit dem Geld sich? Ne, das war der falsche Reiter. Das ist der richtige. Okay, das können wir uns dann doch nicht leisten. Mal 3,28. Ja, komm, akzeptieren wir. Ist nicht wichtig. 3,29, das würde bedeuten, Nachfolge ist gesichert. Hier sind wir kommen. Ausrüstungs...
Abschuss bis 3. Dezember. Infanteriekosten minus 10%, okay. Haben wir ein bisschen mehr gekriegt, reicht aber nicht. Grundfolge ist gesichert. Was war das? Ein Darlehen wird bald fällig. Oh, können wir auch abbezahlen. Das sollten wir mal ganz schnell tun. Okay, dann können wir uns wiederum einen Berater leisten. Den machen wir, aber kriegen wir hier gerade keinen, ne? Schade. So, das liegt jetzt aber hier dran noch, ne? 3,6 monatlich. Der würde dann rein theoretisch gehen, wenn wir 54 Taler haben. Zu einer Unruhen senkt er. Naja. 35. Wird das hier erhöhen, ne? Ja, da wollte ich hin. 3,70. Das können wir schon so investieren. Ne, die untere ist es. Artillerie-Fernkampf. Machen wir doch, oder? Und jetzt geht auch da oben. Verbesserte Drainage. Standardisierung des Kalibers. Frontbreite erhöht. Okay. Produktionseffizienz erhöht um 10%. Naja. Konflikte interne. Ja, 3,87 ist dann auch noch besser geworden dadurch, ne? Okay. Überlegene Dingenstruppen haben wir. Dann machen wir den da rein. Den haben wir da, passt. Okay. Ein Bauernaufstand kommt da gleich hoch. Oh, 50%. Ja. Ne, das machen wir nicht. Jetzt haben wir noch ein paar bisschen Kohle verloren. Ja, dann gibt es gleich ein Terz hier irgendwo in irgendeiner Provinz und wir müssen wieder kämpfen, ne? Verbündet noch mit Frankreich. Ja, Unruhen sind überall. Freien Beraterplatz ist auch klar, umkämpfte Nachfolger. Für uns aber nicht so wichtig. Okay. Kommen wir wieder, das ist auch cool. Ja, das bringt uns zwar nicht viel. Achso, wir wollen eigentlich auch hier noch weiterkommen, ne? Mhm. Ja, gut. Und hier dieses Imperialist oben in der Hauptstadt Reykjavik. Ja, da können wir nichts machen, da sind wir einfach zu schlecht. Guck mal, hier haben wir jetzt schon Stufe 13 erreicht. Das lag dann halt daran, dass wir hier schon was machen konnten. Ne? Das kann also nicht mehr lange dauern, dass wir da auch weiterkommen. Schwere Fregatte, Stein, Schloss, Muskete. Okay, und das oben wissenschaftliche Experimente. Plantage, Anzahl der verfügbaren Ideengruppen. Plus 4. Nachschublimit 50. Okay. Kolonialreiche heute mehr, globale Kolonialwachstum. Aha, Satellitenstaaten gehen dann auch. Ist jetzt aber für uns nicht so prickelnd, oder? Ja, gut. 13, 22, 16. Also wir sind mit dem hier dann immer
im Hintertreffen, ne? Der macht uns dann auch wirklich das 13er, ne? Ja, wird wohl so sein. Das bedeutet eigentlich ganz klar, wir müssen das fördern. Und das geht nur hier durch. Und, ja, nehmen wir den dazu. Dann ist das einer mehr, sind es 5. Und dann sind die nationalen Unruhen auch verschwunden, oder wie sehe ich das? Wo waren die denn nochmal hier, ne, oder? Nee. Da, nur noch 30%, okay. Statt 50. Das Geld ist natürlich jetzt knapp, ne? 26 Cent, also müssten wir eigentlich überlegen, hier irgendwelche Armeen wegzumachen, ne? Wie viel ist denn da mehr Armeeunterhalt? Kostet uns ja 4,30. Könnte man dann das andere. Kostet nichts, es kostet nur der Armeegeld. Ne, hier oben auch noch Berater. Ist klar. Ja, lassen wir aber erstmal so. Ja. Wird beansprucht von England, ne? Also Großbritannien heißen die ja. Ja, guck mal, hier, was hier passiert ist, das ist schon weg. Das ist ja auch nicht so dolle, ne? Damit sind die Nachbarländer weg und dann, ne? Schade, ne? Wir sind dann eingeschlossen von hier den Engländern, da den Franzosen. Einzigster Ausweg sind die Huronen. Und gegen die haben wir keine Chance. Das geht nicht, Bündnis anbieten. Zugangsaktionen geben sie uns auch nicht, weil wir einfach mit denen nichts Gutes bisher im Bunde haben, ne? Anspruch fingieren könnte man wieder machen, ne? Aber wenn wir nichts machen, machen wir das. Gut, steht hier. Okay. Dann machen wir das doch da auch, wenn wir das können. Handelseffizient plus 5%. Muss das Geld ja wieder mehr werden eigentlich, oder? Naja. Agent wurde entdeckt. Egal, weitermachen. Oh, wir können wieder in irgendwas investieren. Das müssen wir ja nur machen, ne? Speichert er wieder oder was ist hier für ein Problem? Okay, Steinschloss-Musketen sind jetzt dran, ne? Kostet 350 Meter Macht. Machen wir auf jeden Fall. Kavallerienkampf plus 1. Das ist doch cool, oder? Jetzt, wenn wir hier aber reingucken, dann sind wir hier immer noch bei 13, obwohl wir gerade da eine erhöht haben. Ja, aber das kommt ja gleich 14. Dann geht's ja voran. Dann müssen wir unbedingt gucken, dass wir hier noch ein Dingens kriegen. Wie heißt denn der? Das ist Pech. Ja, das war nicht viel. Ein bedeutender Mann ist gestorben, aber nicht der. Das ist schon mal gut. Gut, hier müssen wir dann gucken, dass wir hier so eine Kolonialunternehmung hinkriegen. Aber ich glaube, dann lohnt sich schon bald nicht mehr, ne? Was war das? Kriegsgrund. Ja, gegen die Ritter. Malta müssten wir dann kriegen. Okay, das klappt nicht, aber wir müssen hier gucken, dass wir eine Unternehmung schaffen, in irgendeiner Form. Das ist ja das Einzige hier, oder? Oh. Hey, aber gut. Großbritannien hat das gekündigt. Die sind immer noch mit Frankreich verbündet, genau. Kriegen wir also nichts hin.
Gut. So, das bedeutet, wir müssen warten, bis der eine Punkt noch kommt. Warte, das war hier. Aber das dauert nicht mehr lange, dann geht's voran. Gut, aber ich würde trotz alledem erstmal sagen, soll es für diese Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.